Okay, I got the go from our technical support and offline Gut, ich habe nun off-camera das team Go here. bekommen von unserem Techniker und dem Kamerateam. Before we start, first things Bevor first, wir we have beginnen, gibt es simultaneous einige Punkte interpretation zu here. begonnen. So Wir haben eine you can choose Simultandolmetschung. which language you would like Sie to können sich speak, also whichever you prefer. aussuchen, welcher If you Sprache Sie click zuhören on the möchten. globe symbol Klicken Sie down here. dafür einfach auf den Globus, den Sie Yes. unten in der Zeile sehen. Saya ingin menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ratua. Selamat datang di webinar. Ich möchte jetzt mitteilen, was ich schon vorher angedeutet habe. Und wer möchte das auf Indonesisch hören, dann bitte auf dieses Globuszeichen drücken und dort könnt ihr dann auswählen, welche Sprache ihr wählen möchtet. Hören möchtet. Sie können aussuchen, auf welcher Sprache Sie die Veranstaltung heute verfolgen möchten. Um dies zu tun, drücken Sie auf dem Globus-Symbol oder Erdkugelsymbol unten auf der unteren Leiste. Okay. Okay. Ich hoffe, alle haben sich eingerichtet. I hope everyone is set up. Ich hoffe, alle haben sich eingerichtet und dass wir nun anfangen können. Good morning, good afternoon, good evening. Guten Morgen, guten Nachmittag und guten Abend an alle, die heute bei der ersten Sitzung von Decolonizing Aid dabei sind. Es geht um planetarische Solidarität, die über Hilfe hinausgeht. Ich bin Radwa Khaled, ich arbeite bei Medico International und eröffne die heutige Sitzung. Als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die 1968 errichtet wurde, haben wir immer einen kritischen Blickwinkel auf Hilfe geworfen. Und wir möchten auch kritische Stimmen erheben und wir möchten Solidarität in einer Welt, in der Hilfe nicht mehr gebraucht wird, wo jeder und alles ein gutes Leben erfahren kann. Und trotzdem ist es immer noch so, dass so eine Welt noch weit entfernt ist. Wir haben sehr viele verschiedene Krisen, die miteinander verwoben sind. Die Klimakrise, die Krise des Kapitalismus, die Schuldenkrise und die Erwartungen, die dort immer im Zentrum stehen, die dazu führen, dass wir häufig eine Situation von Gewalt, Hunger, die Verfestigung von Grenzen haben. Und dabei ist Hilfe immer noch ein wichtiger Bestandteil der Art und Weise, wie die Welt gedacht und gestaltet wird. Medico International hat gesagt, dass Hilfe in einem Dreiklang gesehen werden muss, auch in Raum und politischer Situation. Sonst kann nur das Leid der Situation noch verstärkt werden und das mit immer knapper werdenden Ressourcen. Zur gleichen Zeit kann auch die Hilfe das Leid noch verstärken. Wir sind in Haji Muhammad in Kenia mit unseren Partnern zu DECA. Die Menschen hier sind marginalisiert, sie stehen vor Dürre- und Hungerperioden. Es gibt Nahrungsmittelsäcke mit dem Logo einer internationalen Menschenrechtsorganisation mitten im Dorf. Wir fragen, warum niemand sich so einen Beutel nimmt, warum liegen sie da nur so rum? Die Antwort ist ernüchternd. Die Säcke beinhalten Hirse und Bohnen und das sind Nahrungsmittel, die unter den gegebenen Umständen nur schwer hergerichtet werden können. Und die Gemeinschaft hat nicht die Möglichkeiten, das vorzubereiten. Deswegen wird das dann neu verpackt. Das ist einmal ein Bild, was wir zeichnen wollten. Ein anderes Bild. Wir besuchen UNAC, unsere Partner, und hier werden
die Saatgüter von Menschenrechtsorganisationen gezeigt, die schon verrottet sind. Also Saatgüter, die 2 Jahre für die Dauer des Projekts verwendet wurden und danach kann der Boden nur schwer bearbeitet werden. Und zwar in einem Land, in dem es sehr viel Hunger gibt. Das ist ein zweites Bild. Noch ein Bild. Nach den Graueltaten gegen die Herero und Nama, nach dem Schmerz und der Ausbeutung und den Todesfällen, war es erst im Mai 2021 so weit, dass die deutsche Regierung die Gräueltaten dieser Kolonialzeit in Namibia anerkannt hat. Und es gab keine ernst gemeinte Entschuldigung. Die Regierung hat versprochen, 1,1 Milliarden Euro in einem Zeitraum von 30 Jahren als Hilfe an das Land zu zahlen. Die Arroganz der Gräueltaten. Reparationen, keine Hilfe. Hier gibt es nun Neuverhandlungen mit Nama und Herero. Sima Leupert und ihre Kolleginnen und Kollegen haben genau das in Berlin gefordert. Jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, sehe ich Frankfurt City, ich sehe den Schatten der Europäischen Zentralbank, eine der wichtigsten Fiskalinstitutionen, und hier fällt der Schatten auf unser Gebäude. Wir sind nämlich im selben Gebiet, im Stadtbezirk. Medico liegt im Herzen dieses globalen Zentrums, nicht nur physisch gesehen, sondern auch darüber hinaus. Und wir haben ein Verständnis der Solidarität. Sie sehen das auch schon in meinem Jobtitel. Und die Hilfe ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir navigieren kritisch durch die Welt und wir arbeiten auch manchmal gegen die Welt. Wir haben hier das Konzept der politischen Ökonomie, des Raums und der Macht. Und deswegen müssen wir Fragen stellen, die sehr wichtig sind. Wir müssen die wichtigen Fragen stellen. Wenn wir uns die Zukunft anschauen, wenn wir eine gute Zukunft für alle haben wollen, innerhalb dieser Krisen, wo muss sich die Hilfe dann ansiedeln? Kann die Hilfe ein Teil des Wandels sein zur planetarischen Solidarität oder steht die Hilfe im Weg? Das sind die Fragen, die unsere Partner, wie zum Beispiel das Musumtobo-Institut, aber auch die Goethe-Universität Frankfurt am Main, stellen. Diese Hilfe innerhalb der politischen Ökonomie, des Raums und der Macht, da kann das koloniale Erbe nicht übersehen werden. Die Kolonialzeit muss betrachtet werden. Zur gleichen Zeit ist es so, dass wir das Wort Dekolonisierung sehr häufig hören. Und das ist schon fast so ein Trendwort geworden. Ein neues Konzept. Es hat vielleicht radikales Potenzial. Vielleicht kann es uns befreien. Aber es wird immer in der neoliberalen Politik verwendet. Aber die Dekolonialisierung geht darüber hinaus. Wir müssen Zugang geben. Wir müssen den verwundeten oder geschwächten Gruppen Zugang geben und sich selbst helfen. Dekolonisierung ist eine radikale Frage und eine Restrukturierung des Machtverhältnisses, sowohl materiell gesehen als auch symbolisch gesehen. Zu Beginn sagte ich, dass wir ein gutes Leben für alle und alles haben wollen, aber dass das noch weit weg entfernt aussieht. Leider ist das eine ernüchternde Analyse. Kumin Kumar schreibt aber, dass wir Fragen stellen wollen und wir weitergehen wollen. Wir stellen Fragen und wir nehmen entschiedene Schritte für ein gutes Leben für jeden ein. Bevor ich nun das Wort übergebe an unsere Co-Organisatorin Lian Gungali, möchte ich gerne meinen KollegInnen hinter der Bühne danken, die jetzt nicht im Rampenlicht stehen. Arissa Lenker zum Beispiel, Caroline Schäfer, Andrea Schuld und Lukas Schmidt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich das Wort an Lian, aber wir müssen kurz einige Sekunden warten, sodass die Übersetzung umgestellt werden kann. Terima kasih. Vielen Dank, alle.
Ich begrüße alle Freunde, die hier zum Seminar kommen. Ich bin Lian Gogali. Ich bin die Vorsitzende der von Mosintuvu. Das Institut Mosintuvu ist eine NGO im Distrikt Poso in Mittel-Sulawesi in Indonesien. Es gibt einige Gründe, weshalb wir diese Organisation als Graswurzelorganisation gegründet haben im Jahr 2009. Unter anderem ist ein Grund der offizielle Diskurs. Denn wir hatten einen Konflikt, einen gewaltsamen Konflikt, der nur als interkonfessioneller Konflikt gesehen wurde. Das heißt, und wir sahen, dass die Hilfe, die ankam, so unglücklich auch Nebenwirkungen hatte. Zum Beispiel, dass die Bevölkerung vor Ort nur als eine Gruppe gesehen wurde oder als Menschen gesehen wurden, die keine Kraft hat, keine Macht hat, keine Fähigkeiten zu handeln hat. Und auch, dass ihr traditionelles Wissen nicht anerkannt wurde. Man sah die Bevölkerung so, als habe sie kein Wissen habe. Das heißt, man sagte der Bevölkerung, sie müsse ihr Wissen ändern, sie müsse sich neue Mechanismen lernen, sie müssen neues Wissen lernen. Und das traditionelle Wissen wurde hinten angestellt und etwas, was wir überwinden müssten. Das führte dazu, wir wollten daher einen anderen Ansatz durchführen. Und wir sorgten dafür, dass die Communities dort zusammenarbeiten sollen. Und wir suchten eine Hilfe, die dazu führen kann, dass die Hilfe so eingesetzt wird, dass sie der Bevölkerung vor Ort nützt und sie stärkt. Nach dem gewaltsamen Konflikt ereigneten sich auch noch Naturkatastrophen in unserer Region. Und in diesem Zusammenhang haben wir Medico International kennengelernt. Damals haben wir einen Posten mit einer Gemeinschaftsküche aufgebaut. Und wir haben hier mit der Bevölkerung zusammengearbeitet, die wir nicht nur als Opfer sehen wollten, sondern die wir als Überlebende sehen wollten, die sich gegenseitig helfen und die solidarisch die Katastrophe überwinden. Wir hatten die Hilfs- und Entwicklungsmechanismen in POSMO in der Zeit nachgedacht über diese Mechanismen der Hilfe. Und wir haben dann mit Medico darüber gesprochen und auch mit ihr zusammengearbeitet. Und wir haben hier auch Jugendcommunities unterstützt, damit die Programme nach der Naturkatastrophe an der Graswurzelbedürfnissen ansetzen. Auch eine Kritik der Hilfe haben wir besprochen. Wir wollten einen Raum geben und den Menschen in Poso einen Raum zu geben, über die Hilfe nachzudenken und über ihre Aktionen und Aktivitäten, die machen können. Es war für uns auch sehr wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang über den Diskurs über Entwicklung kritisch hinterfragen, dass wir zum Beispiel hinterfragen, wie ist das, was wird hier gemacht? Wir haben hier zum Beispiel in unserem Distrikt Wasserkraftwerke. Diese werden vorgestellt als eine neue Energie und erneuerbare Energie. Aber wir sehen, dass mit den Stauseen, die gebaut wurden, eben auch das Ökosystem zerstört wurde, dass Dörfer überschwemmt wurden. Das ist eben ein und das es ist also, dass der Posso-See eben ausgenutzt wird für eine Herstellung von Energie, die dann in Bergbau und Verhüttung von Nickel eingesetzt wird, für die Herstellung von Elektroautobatterien. Gemeinden, die vom Wasserkraftwerksbau betroffen sind, wurden durch die Angebote des Baus von Straßen und Gebäuden und die diversen Hilfen geködert. Aber
Dadurch werden Unternehmen und Regierungen zu Helden, für die die Wirtschaft der Gemeinde aber im Hintergrund steht. Die Zerstörung der Umwelt und der Verlust von Arbeitsplätzen und das Verschwinden unserer Kultur geht damit einher. Wir sehen, dass hier eine Zusammenarbeit stattfinden muss zwischen der lokalen Bevölkerung. Was passiert hier? Hier sehen wir, dass eine Ausbeutung der Natur und der Bevölkerung stattfindet, dass ein kapitalistischer Entwicklungsweg eingeschlagen wird, während die Bevölkerung von Pozo nicht an diesem nur ein ganz kleiner Teil ist und nicht an ihren, von ihren Interessen und Bedürfnissen die Entwicklung ausgeht. Ja. Wir sehen daher, dass eine Dekolonisierung der Hilfe sehr wichtig ist und dass wir in dem Programm hier über die Dekolonisierung von Hilfe sehen, dass unsere Unruhe und unsere Fragen zu der Entwicklungspolitik hier aufgegriffen wird und dass wir hier ein Forum haben, um unsere Fragen zur Entwicklung zu stellen und gemeinsam an der Dekolonisation der Hilfe zu arbeiten. Vielen Dank. I think Tanja, you can have the floor for your opening words as well. Tanja, du kannst gerne jetzt dein Mikro anschalten. Ja, ich begrüße auch alle von unserer Seite. Mein Name ist Tanja Scheiterbauer. Ich bin Mitarbeiterin. Ich bin heute hier für das Team der Universität Frankfurt, die wir beteiligt sind an dieser Kooperation, an dieser transnationalen Kooperation. Wir sind angesiedelt am Institut für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt in Deutschland. Und wir befassen uns an unserem Arbeitsschwerpunkt vor allem mit der feministisch-intersektionalen Perspektive, mit Süd-Süd-Politiken und mit Nord-Süd-Politiken und damit auch mit den sich verändernden Weltverhältnissen. In dieser Funktion kooperieren wir jetzt seit einigen Jahren auch mit Medico. Freuen uns, dass wir hier dabei sein dürfen. Als weiterer Teil dieses Teams sind heute auch Denise Siemer und Nele Eisenbrenner hinter der Kamera dabei und unterstützen die Technik. Uta Ruppert, der eigentlich wichtigste Pfeiler des Schwerpunktes, ist heute hier, die eigentlich heute hier sprechen sollte und die ich eigentlich nur vertreten kann, ist leider erkrankt und ihr schicken wir ganz, ganz viele Genesungsgrüße. Das, was ich heute zu dieser Diskussion beitragen kann, ist viel eher ein Produkt unserer vielen gemeinsamen Denkanstrengungen als Team und sicherlich auch ein Produkt der vielen produktiven Diskussionen, die wir seit diesem Oktober in unserem begleitenden Seminar Solidarity Beyond Aid an der Goethe-Universität führen. Weshalb ich meinen Beitrag zu dieser Runde, der dann später noch ausgeführt werden soll, weniger als ein Produkt meiner individuellen Überlegungen betrachte, sondern vielmehr als einen Kollektivbeitrag. Das Team der Goethe-Universität freut sich außerordentlich, dass wir hier dabei sein dürfen und seit einem Jahr eigentlich über die Dekolonialisierung der Hilfe nachdenken und über diese Veranstaltungsreihe diskutieren. Unsere langjährige Kooperation mit Medico beruht vor allem auf dem gemeinsamen Fundament unserer unterschiedlichen Arbeit. Das Safria Cohen als Geschäftsführer von Medico hat die Arbeit von Medico beschrieben als eine Arbeit, die das Konkrete mit dem Allgemeinen und dem politischen Diskurs verbindet. Und wir betrachten unsere Arbeit an der Universität als eine, die ebenso vom Konkreten aus Forschungs- und Wissensproduktion betreibt und von dort aus in den politischen Diskurs bringt. Über diese Perspektive ist uns auch gemeinsam, dass wir keine Trennung zwischen Theorie und Praxis von Hilfe und Entwicklung einziehen, sondern eben von den Praxen und ihren Widersprüchlichkeiten ausgehen. Und das Wissen, das darin produziert wird, schon immer als Situiertes begreifen. Uns unterscheidet im Prinzip eigentlich nur in unserer jeweiligen Arbeit, dass wir uns an unterschiedliche Öffentlichkeiten richten. Ich freue mich sehr,
dass Lian und Sima Lupert heute hier sind und über ihre Kämpfe und Perspektiven auf die Dekolonialisierung der Hilfe sprechen. Einen besseren Anfang hätten wir uns eigentlich für die Reihe gar nicht wünschen können. Und da ich gleich noch Zeit haben werde, etwas mehr zu sprechen, gebe ich das Wort auch gerne wieder an Dottie zurück. Thank you, dear Lian, for your vielen Dank, Lian, für die netten Worte. Danke, Tanja, auch an dich. Wir freuen uns sicher alle auf diese Serie an Podiumsdiskussionen und ich bin mir sicher, dass wir sehr fruchtbare Gespräche führen werden. Und somit fangen wir jetzt mit der ersten Session an. Heute sprechen wir über Entwicklung und Hilfe im Haus des Herrn. Es geht um verschiedene Aspekte. Wir wollen Fragen stellen zu den Verwicklungen von Entwicklung, Hilfe und den kapitalistisch-neoliberalen Modellen der Entwicklung. Wir hatten das ja bereits angerissen. Wir möchten Fragen stellen zu, wie denn Hilfe funktioniert in dieser Architektur des Haus des Herrn und inwieweit diese Architektur quasi die Ansätze zu Hilfe beeinträchtigen und beeinflussen. Wie kann man also Hilfe umsetzen über diesen Ansatz hinaus, über diesen kapitalistischen und exploitativen Ansatz hinaus? Wie kann dies in einem solidarischen Rahmen geschehen? Sima Lupert ist heute unsere Gastrednerin. Sie ist Aktivistin. Sie ist Aktivistin für Menschenrechte und sozialen Wandel mit einem Hintergrund in den Bereichen ländliche Planung und Regulierung. Sie ist auch im HARDAP, im namibischen Regionalrat. Und sie ist stellvertretende Leiterin des technischen NAMA Genocide Technical Committee. Des Weiteren ist sie Vorsitzende des Verwaltungsrates Hiroaku Center for Genocide and Memory Studies. Sima Lupert's contribution. Und nach ihrem Redebeitrag wird dann Lian Gongali sprechen. Da geht es um die Aktivitäten beim Poso Lake und inwieweit die Strukturen zusammenhängen. Dann wird Tanja Scheiterbauer noch einen kleinen Redebeitrag teilen und dann gibt es Raum für Fragen. Ja, und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Sima Lupert. Und ja, bitteschön. Aber später noch bei der Diskussion geht es um eine Fishbowl-Herangehensweise. Das heißt, jeder kann seinen Beitrag, seine Frage stellen. Da gibt es dann die Möglichkeit, über Chat seine Frage zu stellen. Man kann die auch persönlich nennen, die Frage. Das heißt, der Host wird dann fragen, ob man das selbst stellen möchte oder ob der Host quasi die Frage wiederholen soll. Und wenn man dann mit seinem Redebeitrag anfängt, bitte erst einmal sagen, welche Sprache gesprochen werden soll, sodass die Dolmetscherinnen entsprechende Kanäle auswählen können. Es wäre super, wenn man das mit Headset macht, sodass die Dolmetscherinnen auch die entsprechenden Audio haben. Und dann möchte ich noch jeden daran erinnern, auch mich selbst, nicht schnell zu sprechen, sodass alles auch verdolmetscht werden kann. Man kann auch jetzt schon seine digitale Hand heben und ja, wir freuen uns auf die Diskussion. Und natürlich kann man auch die Chat-Funktion nutzen für Kommentare, für Beiträge und dann freuen wir uns eben auf dieses Fishbowl-Format. Und dann möchte ich auch noch daran erinnern, dass alles aufgezeichnet wird. Ja, und somit möchte ich jetzt das Mikro weiterreichen an Sima. Okay, is that to me now? So, dann habe ich das Wort. Gut. Vielen Dank, Radwa. Vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank, dass ihr mich gebeten habt, auch bei dieser Plattform mitzumachen. Und vielen Dank, dass ich auch im Publikum sitzen darf gleichzeitig.
Wenn ich darf, möchte ich einmal das Thema etwas kontextualisieren. Ich möchte also einmal den historischen Hintergrund zur Kolonialzeit Deutschlands geben. Das war damals Deutsch-Südwestafrika. Und ich möchte auch diese außenpolitischen Dramen einmal darlegen. Für mich ist das eher ein Drama. Man hat hier nichts erreicht. Es ist keine Errungenschaft, was die deutsche und namibische Regierung erreicht haben oder gemacht haben. Die kürzlichen namibisch-deutschen Beziehungen haben tatsächlich auch diese globalen und lokalen Machtverhältnisse offengelegt. Und die zeigen auch, wie diese Beziehung eigentlich gedacht wird zwischen einem Herren und einem Sklaven. Das ist wirklich schmerzhaft, aber auch schon fast komisch. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Papier zu meiner Lebenszeit geschrieben wird und dass die zwei Regierungen so gewaltsam und rassistisch sein können in dieser gemeinsamen Erklärung zwischen der deutschen und namibischen Regierung. Aber jetzt einmal einige Hintergrundinformationen für das Publikum. Deutschland hat einen Völkermord während der Kolonialzeit in Namibia verübt. Und der Genozid wird heutzutage zu den Jahren 1904 bis 1908 dargelegt. Aber dieser Völkermord fand nicht über Nacht statt. Der wurde sehr präzise durchgeführt. Und diese Präzision wurde schon 1884 begonnen, als wir die Belém-Konferenz zu Afrika hatten und als Afrika dann unter den Europäern aufgeteilt wurde und das ohne Erlaubnis der Afrikanerinnen und Afrikaner. Zwischen 1884 und 1893 hat das Deutsche Reich die höchsten militärischen Beamten nach Namibia geschickt und nach Afrika geschickt, damit Deutschland seinen sogenannten höchsten Platz in der menschlichen Rasse zu verteidigen. Im Jahre 1893 war Deutschland so genervt, weil die Nama und die Herero Widerstand geleistet haben, sodass jemand geschickt wurde, um die Macht der Deutschen über die Nama und Herero zu festigen. Und 1893 hat François seine Truppen angeordnet, die Nama in Zentral-Namibia anzugreifen. Und während seiner Mission sagte er ganz spezifisch, da zitiere ich ihn, der Zweck dieser Mission ist, diese Völker zu annihilieren, auszumerzen. Und bis dahin haben die Völker auch diesen deutschen Schutzvertrag nicht akzeptiert. Ich fand es auch schon sehr merkwürdig, dass Deutschland das Volk der Nama schützen wollte. Und die Frage war auch, wen sollten sie denn gegen wen überhaupt schützen? Aber wir hatten diese erste Anordnung von François und da gab es dann diese ausländische Besatzung auf dem Namaland. Und im Oktober 1904, nachdem die Oberherero Widerstand geleistet haben gegen die Besetzung des Landes, kam ein weiterer Deutscher, Lothar von Trotha, und er hat eine Todesanordnung, eine Tötungsanordnung erlassen. Und Trotha hat dann noch eine weitere Tötungsanordnung erlassen, nicht nur gegen die Nama, die Widerstand geleistet haben, sondern gegen die gesamten Völker, Nama und Oberherero. Und diese Tötungsanordnung zeigte die Entschlossenheit Deutschlands. Sie haben sich selbst als höherstehende, hochwertigere Rasse, als überlegenes Volk gesehen. Also
der Deutsche wurde zum Herrn. Und letztendlich wurden den Völkern alles genommen. Und wenn man sich heute einmal die politische Szene in Namibia anschaut, dann ist es immer noch so, dass die Nama und Ovaherero Aussätzige sind. Und diese Machtverhältnisse wurden durch die westlichen Mächte eingerichtet. Und was wir auch nach der Unabhängigkeit gesehen haben, ist, dass mit der Unabhängigkeit auch diese weiße europäische Hilfe ins Land kam. Das wurde als Entwicklungshilfe tituliert. Und Deutschland war da einer der Engel, die dann Geld bezahlt haben, um die unzivilisierten Völker in die Zivilisation zu bringen. Und das war diese Sprache Deutschlands. Die findet man heute noch. Das sieht man in der Sprache Deutschlands. Das ist Entwicklungshilfe, das ist Geld, was gezahlt wird. Das regnet fast herunter auf die Wüste Namibia. Aber letztendlich geht es um etwas ganz anderes. Uns wurde viel mehr genommen. Aber Deutschland hat immer diese überlegene Verantwortung gefühlt, die Unzivilisierten zu zivilisieren. Also Deutschland ist hier der Hilfsgeber gegenüber der namibischen Regierung. Und Deutschland nennt dies eine besondere Beziehung zu Namibia. Anmerkung der Dolmetscherin, wir haben keinen Ton. Entschuldigung, ich wurde kurz rausgeschmissen. Kann man mich noch hören? Ja. Sima, wir können dich wieder hören und auch sehen. Gut, vielen Dank. Ich sagte also, dass Deutschland diesen Anspruch von sich selbst hat und sagt, dass sie eine besondere Beziehung zur namibischen Regierung haben und zu Namibia, zu dem Land. Ich möchte aber nochmal auf diesen strukturellen Rassismus zurückkommen. 2016, after years of pressure by the Im Jahre 2016 war es soweit, dass die Regierungen miteinander gesprochen haben, nach Jahren des Drucks, der ausgeübt wurde. Anmerkung der Dolmetscherin, leider gibt es wieder keinen Ton. Es tut mir leid, ich werde immer wieder rausgeschmissen. Kein Problem, Sima, das wird die Internetverbindung sein. Das ist natürlich unglücklich, aber vielleicht ist es dann besser, wenn du dein Video ausmachst. Dann versuchen wir das nochmal. Und vielleicht kannst du die letzten zwei Sätze nochmal wiederholen. Ja, ich wollte einmal zu dem strukturellen Rassismus zurückkommen, der so offensichtlich ist in dieser gemeinsamen Erklärung. Oder vielleicht einmal einige Hintergrundinformationen. Nach Jahren des Drucks, der von den Nachkommen der Nama und Herero ausgeübt wurden, hat Deutschland dann 2016 die Verhandlungen mit der namibischen Regierung aufgenommen. Und so wie Deutschland es sagt, wollten sie das anpassen, was in der Kolonialzeit gemacht wurde. Es wurde also ein Wiedergutmachungsdeal verhandelt. Es gab ein Entwurfsdokument, was noch nicht unterschrieben wurde, weil das von der Mehrheit der Nama und Ovaherero abgelehnt wurde. Und in diesem Dokument gibt es eine Referenz zum Völkermord und es wird gesagt, dass der Genozid auch aus heutiger Sicht als Genozid definiert werden kann oder Völkermord definiert werden kann. Indem das gesagt wird, bedeutet das, dass damals Wilde getötet wurden und dass das zu der Zeit rechtlich richtig war. Also dass es das legale Recht derjenigen war,
diese Menschen zu töten. Das ist also das Argument, was man hier findet. Und wenn man sich die gemeinsame Erklärung anschaut, dann sieht man, dass das ein Dokument ist, das den Mord während der Kolonialzeit auch verteidigt, gutheißt und was dann ja auch zu dieser Entwicklungshilfe für die namibische Regierung geführt hat. Aber man findet hier immer wieder diesen Rassismus, der von allen deutschen PolitikerInnen immer und immer wieder wiederholt wird. Es ist ein Hilfsdokument, ein Aid-Dokument, keine Wiedergutmachung. Und etwas anderes, was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn die deutschen PolitikerInnen sprechen, wird so viel diplomatischer Jargon verwendet. Und für alle Laien ist das nicht zugänglich. Und trotzdem wiederholen diese deutschen PolitikerInnen immer diesen Jargon. Sie versuchen damit verzweifelt, als Anführer zu erscheinen, der gute Reden schwingt. Und was ich hier bei der gemeinsamen Erklärung sehe, ist, dass man hier gar nicht versucht, die koloniale Ideologie nochmal zu dekonstruieren und auch das Privileg der westlichen Denkweise zu verstehen. Man möchte da gar nicht aus der Komfortzone heraus, egal ob es emotional gesehen ist oder physisch gesehen oder materiell gesehen. Diejenigen, die von der Ungerechtigkeit und Gewalt betroffen sind, werden gar nicht richtig betrachtet. Sie sind in diesem Dokument gar nicht sichtbar. Auch im gesamten Geschehen und in dem gesamten Verhandlungsprozess zwischen den zwei Regierungen werden diese Völker gar nicht betrachtet. Es ist also ein Dokument, was noch einmal Deutschlands Superiorität hervorhebt und bestätigt, diese Überlegenheit. Das ist, als würde man diese Möhre oder vor den AfrikanerInnen hin und her schwingen und wedeln und sagen, das ist ein Volk, was zivilisiert werden muss. Und in den deutschen Mainstream-Kreisen, Anmerkung der Dolmetscherin, wir haben wieder keinen Ton. In der Tat, außerdem wird noch einmal diese Kolonialität der ausländischen Hilfe noch mal verstärkt. Also wenn ich über Dekolonialisierung nachdenke, dann ist das ein Prozess, der auch die Machtverhältnisse und die Machtmatrix untersucht, die seit der Kolonialzeit besteht. Man muss verstehen, dass diese Dynamik langfristige Effekte hat. Man hat hier diese Privilegien, diese eurozentristische Sichtweise und dadurch werden dann marginalisierte Gruppen ausgeschlossen. Also wenn man sich diese gemeinsame Erklärung der deutschen und namibischen Regierung anschaut und die Verhandlungen, dann sieht man, dass das exklusiv nur zwischen zwei Staaten stattfand. Und da werden aber nicht die Menschen betrachtet, die marginalisiert wurden aufgrund der Aktivitäten Deutschlands während der Kolonialzeit. Und diese Machtmatrix beinhaltet auch das Privileg der Weißen. Man sieht also diese Überlegenheit, diese Vorteile der weißen Rasse immer noch vorherrschen. Man hat hier immer noch diesen weißen ethnischen Zentrismus. Man denkt hier, dass die Weisheit der einzige Referenzpunkt für Fortschritt ist. Und Deutschland hat letztendlich dann die Lösung für das Nama-Oba-Herero-Problem gefunden. Das ist die Denkweise. Leider hat Deutschland hier eine einzigartige Möglichkeit außer Acht gelassen,
oder verpasst, wie man miteinander hätte sprechen können. Es zeigt doch, wie das moderne Hilfssystem als Reparationen verstanden wird für die Gewalt, die in der Vergangenheit begangen wurde. Und dieses Dokument versucht, Dinge zu neutralisieren. Es ist die liberale Neutralisierung der Hilfssysteme für eine gewaltsame Vergangenheit. Und das ist diese weiße Grundlage, diese Reichsgrundlage, die man damals geschaffen hatte. Also wurde Namibia als ehemalige Kolonie eher zu einem Objekt. Es wird gedacht, dass Namibia keine Kapazität hat, keine Handlungsfähigkeit und dass man die Hilfe von Deutschland braucht. Und diese Fallstudie Namibias zeigt mir als Schlussfolgerung und auch diese Verhandlungen zeigen, wie kolonial Namibia immer noch ist, obwohl wir schon 30 Jahre lang unabhängig sind. Ja, und die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia sind wirklich eine verpasste Möglichkeit. Deutschland hätte zeigen können, dass sie wirklich Verantwortung übernehmen wollen für die koloniale Vergangenheit. Aber letztendlich haben sie das nicht getan. Sie bestätigen nur wieder diese weiße Rasse, die Überlegenheit. Und damit höre ich einmal auf. Vielen Dank. Thank you, dear Sima. Vielen Dank, Sima. Und jetzt würde ich gerne das Mikro an Lian weiterreichen. Ja, vielen Dank an alle. Es sind sehr interessante Bemerkungen und eine Darstellung gewesen, die für uns sehr interessant ist. Ich möchte jetzt langsam sprechen, damit es besser geht. Möge man mich daran erinnern, wenn ich wieder zu schnell geworden bin. Was ich erzählen möchte, hat mehr zu tun mit unserem Kontext in Poso, in Mittel-Sulawesi, im Gebiet Gebiet gab mit Hilfe durch die indonesische Regierung und ausländische Unterstützer. Ich möchte damit anfangen, dass die Erzählung über die Entwicklung oder überhaupt das Wort Entwicklung eigentlich eine Konsequenz mit sich bringt als Wort für unser Ökosystem, für unser wirtschaftliches System und für die Kultur unserer Gesellschaft. Das heißt, die Verwendung des Wortes Entwicklung hat eine Konsequenz und bringt bestimmte imaginäre Konstruktionen mit sich, bei denen, die es sich verwenden oder bei denen, die es hören. Die Erzählung über die Entwicklung ist also in einem Sprachsystem eingeschrieben, im Indonesischen zum Beispiel die Erzählung über Armut, dass die Bevölkerung empowered werden muss. Das heißt, eine Imagination, die kommt von Menschen, die sich an einer höheren und schon in der Machtposition befindenden Menschen wird hier gesprochen. Das heißt, der Sprecher ist in der Macht und er sieht eine Bevölkerung, die keine Selbstbestimmung kennt, die keine eigene Macht hat über ihre ökonomischen Verhältnisse und ihre sozialen Verhältnisse. Damit hat das Wort Entwicklung impliziert, dass zum Beispiel die bestehenden Kulturen der Gemeinschaft verändert werden können oder dass zum Beispiel Land in andere Verwendungszwecke eingebracht werden können. Das heißt, es gibt hier eine Entwicklungsimagination, die einerseits Machtlosigkeit und
Armut mit sich bringt. Und das hängt sehr stark mit den Werten des Kapitalismus zusammen. Der Indikator Armut in der Sprache der Entwicklung hat damit zu tun, über den Besitz, über Dinge, ein Motorrad, einen Fernseher, einen Kühlschrank. Und aber schaut nicht zum Beispiel auf das Verhältnis zum Ökosystem oder zum Land, was diese Gruppen vor Ort besitzen. Das heißt, die Erzählung über die Armut in Indonesien bringt eine Praxis mit sich, bis in das letzte Dorf mit sich, dass dieses und hat die Fähigkeit, die Verhältnisse in dem Dorf zu ändern, indem es heißt, es soll eine bestimmte Entwicklung durchgeführt werden. Man will der Bevölkerung sagen, was sie zu tun hat. Das heißt, die Bevölkerung soll irgendetwas durchführen, womit dann die Stimmen an der Graswurzel Menschen verloren gehen. Das heißt, es kommt irgendwie die Erzählung über die Entwicklung, die Bevölkerung an den Graswurzeln muss über die Entwicklung nachdenken. Aber eigentlich ist es so, dass das Ökosystem der Bevölkerung denkt nicht über Entwicklung, sondern über ihre Umgebung, über ihr Ökosystem, über das Wasser, über das Land, den Wald in ihrer Umgebung. Die Erzählung der Entwicklung bringt auch färbt auch die Erzählung über die Struktur der Gesellschaft und die Gemeinschaft ein. Das heißt, die Struktur der Entwicklung hat eben auch das Wort Hilfe bestimmte Konsequenzen mit sich. Das Wort Hilfe bringt mit sich eine sozialökonomische und kulturelle Konstruktion, die das Risiko enthält, dass die Empfänger von Hilfe in einer ungleichen Machtposition und Machtstruktur zu den Machthabenden sind, die die Hilfe geben. Das heißt, die Mechanismen der Hilfe, die Richtung der Hilfe, das Ziel der Hilfe ist abgeschnitten von den Empfängern der Hilfe. Das heißt, die Empfänger der Hilfe können nicht mitentscheiden. Diese Erzählung hat bestimmte Folgen. Ein Beispiel ist, wir in Poso haben hier einen gewaltsamen Konflikt erlebt in diesem Jahrtausend. Und das Wort Frieden und Aufbau von Frieden, wenn jetzt die Hilfe kommt, so erscheint sie in dem Kontext von Frieden und hat ein bestimmtes, die Hilfe, die in dieses und die Entwicklung, die in dieses Land gebracht wird, fällt auf dieses Gebiet, in der die Gewalt stattgefunden hatte. Und wenn ich es ganz einfach sagen, dieser Konflikt wird nicht in all seinen Aspekten gesehen, sondern nur in dem konfessionellen Aspekt zwischen Muslimen und Christen. Und es wird hier nur der Dialog gesucht, aber nicht den weiteren Aspekten. Dann, wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Toleranz sprechen in diesem Zusammenhang, die Erzählung über Entwicklung und die Erzählung über Hilfe kommt gemeinsam zu uns. Sie stärken sich gegenseitig, aber in ihrer Vorbereitung für die Durchsetzung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das heißt, und die Erzählung über einer Gegend, wenn wir also davon sprechen, dass Poso eine Region ist, in der ein konfessioneller Konflikt stattgefunden hat, so
werden Sicherheitsaspekte hier kommen in den Vordergrund. Ebenso, wenn wir davon sagen, das ist eine Region mit terroristischen Aktivitäten. Das heißt, das kommt der Aspekt des Militärs sehr rein. Das heißt, die ganzen Programme der Hilfe und auch die ganzen Entwicklungsprogramme sind auch ausgerichtet auf diese Frage der Terrorismusbekämpfung und der Friedensstiftung auf konfessioneller Ebene, ohne die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu sehen. Zum Beispiel, es wird nicht über Arbeitsplätze gesprochen, es wird über Sicherheit gesprochen, aber zum Beispiel heißt es, aus Sicherheitsgründen dürfen zum Beispiel die Bevölkerung vor Ort nicht mehr ihre Land oder ihre Plantagen oder ihren Gartenanbau betreiben, weil sie dort nicht hingehen dürfen. Das heißt, und im Rahmen dieser Prozesse legitimieren hier ein bestehendes Machtsystem, das auf Ausbeutung beruht. Und deshalb haben wir die Notwendigkeit gefühlt, dass wir als allererstes die Sprache untersuchen müssen, um die Arbeitsweise dieses Sprachsystems zu verstehen, wie dieses Sprachsystem mit der Ausbeutung, wirtschaftlichen Ausbeutung des Region und der Machtausübung über die Region stattfindet. Bei der Arbeit an der Sprache haben wir als zuallererstes das Wort Empowerment gewählt. Wir haben uns diesem Wort zugewandt und haben dabei gesehen, dass dort eine Legitimierung stattfindet. Das heißt, dass hier im Rahmen der Maßnahmen Firmen hier angesiedelt wurden, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber es kamen Firmen von außerhalb hierher, Unternehmen, die Arbeitsplätze geschaffen haben. Aber eigentlich war es ja so, was stattgefunden hat, war, dass Wasser, das Land in die Kontrolle anderer Firmen geraten ist und aus der Kontrolle der lokalen Bevölkerung entzogen worden ist. Das heißt, die Untersuchung der Sprache ist für uns sehr wichtig. Im Kontext von POSO führt die Sprache und das System, die Untersuchung des Systems, das heißt, wir müssen selbst die Worte interpretieren, wir müssen selbst festlegen, in welcher Sprache wir sprechen wollen. Das heißt, wir nutzen jetzt eine Sprache, die nahe ist der Bevölkerung und die sozialen und kulturellen Aspekte beachtet. Zum Beispiel im Rahmen des Bereichs Arbeit Pacaroso. Das ist ein Wort aus der regionalen Sprache bei uns. Wir nehmen Pacaroso. Das wäre im Indonesischen. Wir stärken uns gegenseitig. Das heißt, wir wollen nicht über Empowerment sprechen, sondern über Gegenseitiges, sich gegenseitig stärken. Und dieses sich gegenseitig stärken, nicht nur zwischen den Menschen, aber auch in dem Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt, zur Natur. Das heißt, wir dekonstruieren auch zum Beispiel das Wort kreative Wirtschaft, welches genutzt wird für Entwicklung von Seiten der Regierung, aber ohne die Natur und die Umwelt zu sehen.
hat nur den Menschen im Blick, aber nicht das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und zu seiner Umgebung. Das heißt, wir möchten jetzt uns Worte bilden und damit die uns bestärken, dass wir unser Ökosystem so nach vorne bringen und auch dort die Entwicklung voranbringen. Das sind ein Beispiel und das wollte ich hier vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Lian. Tanja, jetzt hast du die Chance, darauf zu kommentieren und dann die Diskussionsrunde zu eröffnen. Ich sehe gerade, dass Sima das Meeting verlassen hat. Vielleicht ist wieder die Verbindung gebrochen und ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Ah, mir wurde gerade gesagt, dass sie wieder da ist. Dann habe ich sie einfach noch nicht gesehen. Tanja? Wunderbar, dann kannst du weitermachen. Ja, vielen Dank. Meine Aufgabe hier ist ja im Prinzip nur, einen kurzen Kommentar zu geben, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede der beiden Perspektiven von Lian und Sima herauszuarbeiten. Und ich danke Lian und Sima für ihre Redebeiträge und für ihre jeweiligen Perspektiven auf die Kolonialisierung und Hilfe, die sie uns an die Hand gegeben haben. Zusammengebracht haben wir heute eure beiden ja scheinbar unterschiedlichen Perspektiven, weil eure Arbeit und euer Nachdenken über das Verhältnis von Kolonialität, Dekolonialität und Hilfe ja das zentrale Dilemma und auch das Paradoxon der Hilfe sehr deutlich machen, das ja seit vielen Jahren ins Zentrum des kritischen Nachdenkens über Hilfe gestellt wird, nämlich der Befund, dass die Welt nicht an zu wenig Hilfe leidet, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe nötig machen. Und dieser Befund ist ja kein neuer, sondern einer, der in einer langen Tradition der Kritik des Entwicklungsparadigmas und der Hilfe formuliert worden ist. Deshalb muss sozusagen irgendwie so diese Architektur der Hilfe und die Kritik der Architektur der Hilfe, die will ich hier gar nicht so stark machen, sondern ich will eigentlich auf die Frage eingehen, wie kann Hilfe in der Situation, kann sie denn überhaupt Teil der notwendigen Transformation sein oder steht Hilfe dieser notwendigen Veränderung im Weg? Das hat Radwar ja am Anfang auch schon ausgeführt. Und klar ist, glaube ich, für uns alle, dass wenn wir auf Hilfe rekurrieren für die Reparation der Welt, dann nicht auf eine Hilfe im Paradigma der Entwicklung. Ich glaube, dass es sehr, sehr deutlich geworden ist, auch eher an dem, was Sima gerade gesagt hat, aber auch an dem, was gerade mehr Tanja? Und ja? Genau. So the interpreters would like you to Dolmetscherinnen haben gerade nur betont, dass der Ton weg war. Vielleicht könntest du noch einmal den letzten Satz wiederholen. Du hast gehakt im Moment. Hakt eigentlich immer noch. Ja, meine Internetverbindung ist gerade heute nicht so stabil. Das tut mir ganz furchtbar leid. Der letzte Satz, den ich versucht habe zu formulieren, war sozusagen die Frage, wie sehen wir die Rolle der Hilfe für die notwendige Veränderung der Welt? Und klar ist, dass wenn wir überhaupt auf Hilfe rekurrieren für die Reparation der Welt, dann auf eine Hilfe, die nicht im Paradigma der Entwicklung formuliert wird oder aufgesetzt wird, sondern die im Paradigma der Solidarität operieren kann. Also nur auf der Grundlage von solidarischen Praxen, die auf Reziprozität
und nicht auf Geben und Nehmen, Gebende und Nehmende rekurriert, sondern sozusagen auf ein reziprokes Verhältnis von Solidarität. Und ich würde behaupten, dass eure beiden Beiträge, mehrere Antworten auch auf die Frage dazu geben, wie wir Solidarität, wo wir Hilfe heute verstehen könnten und worauf Hilfe heute beruhen muss. Und dafür, glaube ich, ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass ihr beide sehr, sehr deutlich gemacht habt, dass eure Formen des Widerstands, aber auch sozusagen der Bearbeitung von Hilfe, wie sie gegenwärtig konstituiert ist, darauf beruht, dass ihr sozusagen Formen der Selbstorganisierung angestoßen habt, dass ihr alternative Räume schafft, die auf Erfahrungswissen basieren. Also genau das, was Lian auch so stark gemacht hat, sozusagen die Rolle des Wissens als sozusagen Erfahrungswissen, das sozusagen immer ja im Gegensatz steht zu dem Expertenwissen, das im Entwicklungsparadigma sozusagen als das Zentrale, die zentrale Form des Wissens formuliert wird oder ins Zentrum gestellt wird. Also es geht sozusagen, wenn wir Hilfe dekolonialisieren wollen, wenn es sozusagen darum geht, darüber nachzudenken, wie kann solidarische Hilfe konstituiert werden, dann muss sie sozusagen sich begründen auf Selbstorganisierungsprozesse, die Schaffung auf alternativen Räumen und auf Erfahrungswissen basieren. Ich mache das ganz kurz nochmal deutlich an dem, was ihr selbst gesagt habt und was ihr selbst sozusagen formuliert habt. Diese gegenwärtige Hilfe orientiert. Tanja? Ich glaube, wichtig ist, ja. Genau, es ist wieder passiert. It happened again. Ja, genau. Genau. Vielleicht die letzte Frage, der letzte Satz. Your last sentence. If you could repeat that, that would be great. Genau, den letzten Satz bitte noch einmal wiederholen. Rob, tut mir furchtbar leid. Normalerweise funktioniert diese Internetverbindung. Es ist unglaublich. Genau, ich habe im Prinzip nur noch mal wiederholt, sozusagen, was die Grundlagen sein können, die ihr bereits gezeigt habt in euren Kämpfen, die sozusagen, was die Grundlagen sein sollen. Wie soll sozusagen Hilfe oder wie sollen solidarische Praxen für die Reparation der Welt eigentlich aussehen? Und sie sollen, das wäre sozusagen das Argument, sie müssen immer auf Selbstorganisierungsprozessen beruhen. Sie müssen in der Schaffung von alternativen Räumen fundiert sein und sie müssen auf Erfahrungswissen basieren. Und ich will das nur noch mal kurz verdeutlichen an dem, was ihr gesagt habt, wie ihr sozusagen selber eure Kämpfe beschrieben habt. Und ich finde, es ist sehr deutlich geworden, dass gerade sozusagen Sima und auch Lian irgendwie so die Organisierungsprozesse, also sozusagen, dass es darum geht, dass eure, dass sozusagen Stimmen gehört werden, die Stimmen zum einen der Überlebenden des Genozids, die mit die Widerstand leisten gegen den rassistischen Umgang des Überlebens und dass sie auch ein Wissensarchiv geschaffen haben, das auch, um auch sozusagen diese Geschichten hörbar zu machen, dass das sozusagen die Grundlage ist für eure Politik und euren Widerstand. Und dabei umspannt jetzt zum Beispiel die Arbeit auch von Sima, aber auch die von Lian, umspannt dabei auch nicht nur nationale Räume, sondern auch transnationale Räume, weil sie nicht nur die strukturellen Ursachen für die Ungleichheit zum Beispiel in Namibia zum Thema macht, sondern auch in Deutschland selbst die Debatte um die öffentliche Thematisierung der deutschen Kolonialgeschichte und der deutschen Gewaltgeschichte maßgeblich vorantreibt. Also sozusagen
ein transnationaler Raum, der hier aufgemacht wird und sozusagen in beiden Gesellschaften dafür sorgt, dass sozusagen die Kolonialität der Geschichte aufgearbeitet wird. Und ohne diese Aufarbeitung und die Anerkennung der Kolonialität und der Gewalt, die in der Kolonialität der Geschichte liegt, kann sozusagen Hilfe als Reparierende, als Rekonstruierende der Welt überhaupt nicht, ist sie sozusagen auch nicht wirkmächtig, wird sie auch nicht wirkmächtig werden. Und das ist sozusagen das, was wir auch irgendwie an der internationalen Klimapolitik ja zurzeit sehen, würde ich behaupten, irgendwie so, dass sie nicht wirkmächtig wird, weil sie sozusagen diese Kolonialität der Geschichte nicht anerkennen will und auch deren Anerkennung verhindert wird. An Lians Beitrag fand ich auch besonders eindrücklich, wie sie gezeigt hat, dass in der Arbeit mit Medico von Anfang an die Selbstorganisierung der Communities im Zentrum lag, dass sozusagen das Institut Mosintowo, das ja selbst ein alternativer Raum ist, der geschaffen worden ist, genau um sozusagen erfahrungswissensbasiert über die Kritik der Entwicklung nachzudenken. Und hier finde ich, ist es auch sehr, sehr deutlich geworden, hast du ganz deutlich zeigen können, Lian, dass die, also das sozusagen im Institut Mosintowo selbst, aber auch in das, was du am Anfang geschildert hast, über die Etablierung von dieser Gemeinschaftsküchen, dass es sehr wichtig ist, diese alternativen Räume selbst organisiert zu schaffen, um auch das eigene Wissen, eigene Archive zu schaffen und wie du es formuliert hast, irgendwie so die eigene Sprache zu finden erstmal und vielleicht auch zu imaginieren. Ich glaube, das waren auch deine Worte. Und die sozusagen auch Räume der Entfaltung sind, um kollektive Politikformen zu entwickeln und auch neu zu entwerfen und Menschen einen Raum geben, so hast du es auch formuliert, für die Etablierung sozusagen dieser Form von Wissen, Selbstorganisierung und alternativen Räumen. Und ich finde sozusagen, also das wäre mein zentrales Argument, zu sagen, dass wenn wir über Hilfe nachdenken und wenn wir über eine Hilfe, eine reparierende Hilfe, die fußt auf Schaffung von historischer Gerechtigkeit, die fußt auf oder in historischer Gerechtigkeit, aber auch in solidarischem Handeln, dann muss sozusagen die Hilfe genau darüber nachdenken und sie muss ausgehen von den Formen von Selbstorganisierung, der Schaffung alternativer Räume und den Erfahrungen. Mit dieser hoffentlich ein bisschen deutlich gewordenen Perspektive auf die Restrukturierung dessen, was die Dekolonialisierung der Hilfe sein kann und bedeuten soll und wie sie bereits praktiziert wird. Und das finde ich auch das Wichtige. Es geht sozusagen nicht um ein Zukunftsprojekt, das erst noch entworfen werden will, sondern es geht auch darum zu sehen, welche gegenwärtigen Praktiken wir bereits zur Verfügung haben, um imaginieren und auf von denen wir auch lernen können und auf die wir wieder instabil. Exactly. You have to repeat. Yes, your sound was breaking off, so if you can repeat. Tanja, wenn du vielleicht einmal noch die letzten ein, zwei Sätze wiederholen könntest. Genau, ich weiß nicht genau, wo ich abgebrochen bin. Ich versuche, im Prinzip geht es nur noch um ein ganz kurzes Resümee. Ich bin am Ende dessen, was ich sozusagen sagen will. Und im Prinzip ist hier nochmal zu sagen, dass wir nicht in die Zukunft gucken müssen, sondern dass es auch darum geht, zu sehen, was es bereits an
solidarischen Praktiken gibt, wie Hilfe oder solidarisches Handeln, solidarisch-kollektives Handeln, dieses Handeln bereits in der Welt existiert, auf das wir aufbauen sollen und das sozusagen uns anleiten kann für die Reparation, für die Rekonstruktion der Welt. Und das sind sozusagen die Praxen, auf die wir eigentlich gucken müssen, um sozusagen nicht nur die Architektur der Hilfe zu kritisieren, sondern tatsächlich die Architektur der Hilfe, das ganze Haus umzubauen. Ich glaube, das ist sozusagen die Perspektive. Vielen Dank. Thank you very much, Sima, Lian and Tanja. I think we have really... Vielen herzlichen Dank, Sima, Lian und Tanja. Ich glaube, wir haben schon sehr gute Argumente gehört. Wir haben uns die Vergangenheit und die Zukunft angeschaut, aber auch die Gegenwart ist sehr wertvoll. Zur gleichen Zeit hat das auch sehr viele Fragen eröffnet. Und ich denke gerade sehr viel darüber nach, über das, was schon gesagt wurde und auch diese ganzen Konnotationen, die damit schwingen. Jetzt haben wir aber den Raum, um diese Diskussion zu führen. Das wäre toll, eine Fishbowl-Diskussion zu führen. Das ist also ein Format, wo ihr Beiträge machen könnt als RednerInnen hier. Wir können zusammen diskutieren und wir können das rotieren lassen. Jeder kann teilnehmen an dieser Form und dafür klickt ihr einfach auf das Handsymbol unten in der Mitte. Und was ihr auch tun könnt, ist, eure Fragen in den Chat zu tippen. Und bis ihr eure Gedanken gesammelt habt, ich sammle auch immer noch meine Gedanken, würde ich schon gerne einige Fragen stellen. Was ich auch in den drei Beiträgen gehört habe, war, dass man zur gleichen Zeit die Idee hat, dass Hilfe nicht Solidarität ist. Und ich denke, das ist sehr wichtig, das auch einmal zu erfassen. Hilfe ist eine Art der Machtverhältnisse. Und diese Machtverhältnisse basieren auf einer ungleichen Position. Und Solidarität ist ein Prozess. Lian, Sima und Tanja am Ende haben das schon gesagt. Solidarität ist ein kollektiver Prozess. Und dieser Prozess kann nur gemeinsam geschehen. Kollektiv. Und das geht auch nur mit den verschiedenen Ungleichheiten, die man überall hat. Und die darf man nicht ignorieren oder missachten. Weil sonst gibt es hier wieder diese Machtverhältnisse und diese Ausbeutung. Zur gleichen Zeit wird auch immer die Kolonialität der Zukunft erwähnt. Also wie die Zukunft kolonialisiert wird. Lian, du sagtest zum Beispiel, wie die grüne Ökonomie oder grüne Projekte bereits in Indonesien durchgeführt werden, auch in Poso im Besonderen. Sima, du sprachst über die namibisch-deutschen Beziehungen und wie sie auch eine Zukunft manifestieren, die, wie du gesagt hast, ein modernes System der Kolonialität zeigen, also wo man einen Herren und einen Sklaven hat. Schauen wir uns also einmal diese Zukunft an. Wenn wir einmal über diese Zukunft nachdenken, gibt es dekoloniale Hilfe? Passt das noch, dieses Wort? Dekoloniale Hilfe, ist das überhaupt möglich? Wenn wir nämlich drüber nachdenken und wenn ich euch so zuhöre, habe ich eher den Eindruck, dass ihr sagt, Hilfe kann nicht dekolonialisiert werden. Wir müssen Hilfe überwinden. Vielleicht müssen wir Hilfe auch abschaffen. Vielleicht brauchen wir eine ganz andere Perspektive. Und zur gleichen Zeit, Tanja, hast du den Punkt gebracht,
dass man die Hilfe nicht von der Architektur entwirren kann. Man hat diese globale, hegemoniale Struktur. Meine Frage ist also, wo fangen wir an? Ihr sagt ja, hier bei der Sprache. Tanja, du sagtest auch, dass alles miteinander verbunden ist. Lian und Sima haben über die kollektiven Räume gesprochen, die Kollektivität, die bereits da ist. Und Sima, du sagtest, es geht auch darum, die gesamte Idee der Zukunft zu restrukturieren, wie wir die Zukunft sehen. Und ich möchte gerne da einen Schritt weitergehen und euch fragen, wie können wir Solidarität erdenken in diesen Krisen, die es gerade gibt? Und das sind auch Krisen, die durch die Kolonialzeit und durch die kolonialen Strukturen entstanden sind. Wie geht es hier weiter? Und dann mein letzter Punkt. Und dann möchte ich auch gerne sehen, dass wir noch ob wir noch weitere Fragen haben oder erhobene Hände. Deswegen übergebe ich dann nochmal das Wort an unsere Moderatorin hinter der Kamera. Also mein letzter Punkt. Da geht es auch um die Zukunft. Es gibt ja auch sehr viele progressive und emanzipatorische politische Maßnahmen. Und ich nutze hier die Gänsefüßchen. Wir haben ja zum Beispiel die Erklärung mit Namibia und die deutsche Außenpolitik sagt selbst, dass sie eine feministische deutsche Außenpolitik sei. Und wir sprechen nun über Dekolonialität. Und das sagte ich schon während meiner Eröffnung, dass das jetzt ein Trendwort geworden ist. Also wie können wir hier durch diese Struktur navigieren? Ich denke, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Also das ist meine große Frage, würde ich sagen. Und bevor wir das machen und bevor ich das Wort übergebe, möchte ich erst einmal allen die Möglichkeit geben, die Hand zu heben und hier mitzumachen bei der Diskussion, bei dieser Fishbowl-Diskussion. Wir warten jetzt noch einmal kurz einige Sekunden und dann haben wir Lukas im Hintergrund, unser Moderator im Hintergrund. Der dann übernimmt. First of all, thank you to all the panelists for the very interesting Vielen inputs and insights into the various contexts of thinking about, but also doing decolonization Danke, in and of aid. We've collected auch some hands that were raised, wir haben and we would like to start with Gael, who would ask a question or make a comment. Er möchte gerne eine Frage stellen oder einen Kommentar abgeben. Gael, you're welcome to speak, and yeah, you can very well speak in German. Gael, du kannst German. Gerne deine Frage stellen und du kannst auch gerne auf Deutsch sprechen. Hi everyone. Also ich bin nicht sehr informiert über dieses Thema, aber sehr interessiert. Deswegen bin ich hier und bin sehr dankbar für die ganzen informierten und spannenden Perspektiven auf dieses riesige Thema. Ja, und ich habe im Zuge des UN-Klimagipfels, der ja kürzlich war, viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, diese Räume, die jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurden, zu schaffen. Also wie schafft man es eigentlich auf dieser globalpolitischen Ebene, diese Räume zu kreieren, in denen eben über die Initiativen gesprochen werden kann und über die Möglichkeiten, die es gegenwärtig schon gibt. Und
darüber, wie man die eben umsetzen kann auf einer globalpolitischen Ebene, weil ja, also man braucht ja auch diese machtvollen DiskursteilnehmerInnen, um ja irgendwie Veränderungen zu bewirken. Und ich frage mich halt, wie das funktioniert, weil alles, was ich jetzt gelesen habe über den UN-Klimagipfel, war es ja irgendwie auch so, dass AktivistInnen aus dem globalen Süden nicht wirklich diese Räume bekommen haben. Und das ist ja irgendwie auch sehr frustrierend. Und ja, ich frage mich halt, wie das funktionieren soll oder ob Sie oder ihr da Perspektiven habt. Thank you very much, dear Yael. Vielen herzlichen Dank, Yael. Gibt noch weitere Fragen? Zwei weitere Fragen. Ich glaube, die liegen sehr nah beieinander. Lian und Sima und Tanja, ihr könnt euch da vielleicht schon etwas überlegen und ihr könnt schon mal einige Punkte reinwerfen, um die Diskussion anzuregen. Und dann können wir noch weitere Punkte anführen. Dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Wer möchte anfangen? Then Ute would be the next one on our list. Oh. Dann könnte Ute auch die nächste auf unserer Liste sein. Hello everyone. I think it would be okay to answer the first or to discuss the first. Hallo zusammen. Ich denke, wir können vielleicht die ersten beiden Fragen zusammenstellen. Ich denke, meine ist ein bisschen anders. Yes, exactly. That was the idea. So, ja, genau, das war genau der Grundgedanke. Gut, dass du schon in den Startlöchern stehst. Lian, Sima, Tanja. Wer möchte denn anfangen? Wenn ihr möchtet, starte ich. Und zwar, also mit dieser Frage, wie Räume gerade im Bereich der internationalen Klimapolitik geschaffen werden können. Ich finde sozusagen, das ist ein wunderbares Beispiel, irgendwie so, wo wir auch wieder diese Verbindungen sehen, weil es ging in dieser internationalen Runde ja auch um die Frage der Reparationen. Und ich glaube, wir haben auf dem Klimagipfel gesehen, dass die internationale Politik als staatlich institutionell ist. Also sozusagen die historische Anerkennung der Schuld auf sich zu nehmen. Oh. Ist die Verbindung wieder da jetzt? Ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich war. Also es geht sozusagen um die, also mein Punkt war zu sagen, auch hier finde ich, ist die Frage der Reparationen eine, die nicht, also die sozusagen von der internationalen Klimapolitik auch die sie sozusagen nicht, also die Anerkennung der historischen Schuld nicht aufnehmen will, nicht annehmen will und deshalb sozusagen das, die Erwartungen an die Ebene dieser Politik eigentlich eine ist, die wir, und das tut auch die Klimagerechtigkeitsbewegung, wenn wir sie als eine globale sehen, dass sozusagen dorthin die Erwartungen eher geringer sind, weil sozusagen sie ganz klare Zeichen geben, dass historische Schuld hier nicht anerkannt werden will. Und das ist das auch, was Sima sehr, sehr deutlich aufgezeigt hat, dass die Frage der Reparationen verbunden mit dieser historischen Schuld, mit der Aufarbeitung und Reparierung der Geschichte, dass die sozusagen eine ist, die wir nicht von oben erwarten können, sondern irgendwie so die in sozusagen selbstorganisierten, in alternativen Räumen und alternativen Politikformen erbracht werden muss. Und dass sie eben, dass uns die internationale Politik als Staaten kommt, also Gemeinschaft, diese nicht gewähren wird. Das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was, und deshalb sozusagen
ich glaube, die Räume müssen immer Alternative sein und die müssen sozusagen an anderen Stellen ansetzen, sozusagen, als in einer Erwartung, dass eine internationale Politik hier Lösungen bringt. Sozusagen die Lösungen, die wir bisher gesehen haben, sind keine echten Lösungen und keine echten Antworten auf die wichtigen Fragen und die der Ungleichheit und der Gerechtigkeit. Liam, Sima, would you like to? Sima, möchtet ihr auch auf die Fragen reagieren? Liam, would you like to? Liam. Möchtest du auf die Frage reagieren? Nur ganz kurz. Ich bin keine Optimistin, was die Treffen mit reichen Ländern angeht, wenn man über die Entwicklungsländer spricht. Schon diese Treffen sind schon was ganz Gewöhnliches, sie passieren schon eingespielt und zeigen immer diese Ungleichheit, sie spiegeln sie wieder. Das heißt, wir können hierauf unsere Hoffnung nicht gründen. Was wollen wir erwarten von Ländern, die eigentlich ja die Umwelt zerstören, ganz verborgen und dies überdecken, indem sie solche Treffen veranstalten, um zum Beispiel dann auch Gelder für die Katastrophenhilfe bereitzustellen. Aber gerade wenn wir jetzt da untersuchen, durch was werden denn diese Katastrophen hervorgerufen, so sehen wir, das hängt mit der Art der Entwicklung zusammen, die diese Länder durchführen. Das heißt für mich, ich bin nicht optimistisch in dieser Sache und ich glaube Ihnen auch nicht, ich vertraue Ihnen nicht. Nicht diesem Auftreten. Wir sollen nicht die hören, die auf der großen Konferenz sprechen, sondern wir brauchen einen besonderen Raum, wo die Menschen oder die Gemeinschaften, die Communities, diese lokalen Communities einen Raum haben zu sprechen, um vorzustellen, was die Einflüsse dieser Politik und auch dieser Kollision, dieser Zusammenarbeit der Staaten hier für Folgen hat. Das heißt, wir brauchen einen Raum, der denjenigen eröffnet wird, für den der Gesellschaft in diesen Ländern, nicht den Entscheidern. Es gibt immer Raum für die Entscheidungsträger und Trägerinnen, aber nicht für die Communities vor Ort an der Graswurzel. Yeah, I see Sima. You also would like to react, right? Ja, vielen Dank, Sima. Und du möchtest auch was sagen? Yes. Ja, danke schön. Das ganze Konzept von Hilfe heißt doch schon, dass es jemanden gibt, der gibt und dass es jemanden gibt, der bekommt. Und ich denke, das ist schon Teil des Problems. Hilfe für was? Warum?
Warum fühlen sich so viele westliche Länder verpflichtet, Hilfe zu geben? Was ist denn der Grund dafür? Der Grund liegt in der Kolonialgeschichte. Und da müssen wir anfangen. Dieses ganze Konzept, dass man als ein solches Volk angesehen werden möchte, das die anderen rettet. Und gerade diese Rettenden sind doch Teil des Problems. Und hier müssen wir anfangen, glaube ich. Ich bin jetzt schon oft nach Deutschland gereist, gerade auch jetzt in den letzten Jahren. Und die Leute fragen mich immer, was können wir für euch tun? Was können wir für euren Kampf tun? Wie können wir euch unterstützen in eurem Kampf? Und dann wundere ich mich immer, ist das mein Kampf? Oder ist es vielleicht etwas, das der Durchschnittsdeutsche vielleicht auch mitkämpfen sollte? Also was will denn der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche sehen? Möchte diese Person eine Welt sehen, in der wir alle gleichberechtigt sind? Sehen denn die Westmächte ihre Kolonialvergangenheit an, auch als Mensch? Und ich frage mich immer wieder, warum die deutsche Regierung so viel Angst davor hat, direkt mit den Nama und Ovaherero zu sprechen. Die Nama und Ovaherero würden dann nämlich der deutschen Regierung zurückspiegeln, was wirklich passiert ist. Und Deutschland kann sich diesem Spiegel nicht stellen. Deutschland schafft es nicht, sich selbst im Spiegel zu sehen. Und deswegen muss Deutschland sich mit diesem Schuldgedanken, mit der Schuld auseinandersetzen. Dieses Element der Schuld ist die Verantwortung der deutschen Regierung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Genauso wie wir uns mit unserem Problem auseinandersetzen müssen. Und Hilfe ist zu einer Art Kissen geworden oder ein Puffer, hinter dem man sich versteckt gegenüber dem, was passiert ist und dem, was immer noch vor sich geht. Es gibt also keine Wiedergutmachung. Man kann nichts wiedergutmachen, wenn man sich nicht mit dem identifiziert, was man kaputt gemacht hat. Das Ausmaß des Schadens, den man verantwortet hatte, der muss akzeptiert werden. Bevor man dieses Ausmaß nicht klar akzeptiert, kann man nichts wiedergutmachen. Sonst wird das auf einer Wunde gemacht, die man von einer Giftschlange bekommen hat. Und dann kriegt man nicht das Antigift, man kriegt einfach nur einen Verband auf der Wunde und die Wunde eitert. Und bei diesem Gedanken müssen wir beginnen. Und bei der ganzen Diskussion zur Hilfe geht es immer wieder darum, wie die Profis dann an den Tisch gebracht werden. Es ist dann immer irgendein anderer und diese Person ist eine weiße Person. Was wir in der gemeinsamen Erklärung von Namibia und Deutschland gesehen haben, und ich meine, Deutschland hat ja darauf insistiert. Und die sagten dann, die Vertreter der Nama und Ovaherero könnten sich dann an diese Erklärung ranhängen. Die könnten dann quasi angehängt werden an diese Verhandlungsgruppe, die sich mit der deutschen Regierung auseinandersetzt. Also Nama und Ovaherero als Ratgebende im Grunde und nicht als Experten am Tisch.
Und das zeigt doch schon, wie sich Deutschland von der Vergangenheit abkoppelt. Und diese Professionalisierung, so möchte ich das jetzt nennen, hatte den Effekt, dass man das Feld neutralisiert hat oder den Aktivismus politisiert hat. Und darüber müssen wir nachdenken. Wie können wir die AktivistInnen und die VertreterInnen der Bewegungen mit an den Tisch bringen? Die würden nämlich die wahren Probleme vertreten. Und dann gibt es ja auch immer wieder die Elite auf lokalem Niveau. Und die schaffen es nicht, genau diese strukturelle kolonialistische Herangehensweise zu hinterfragen und zu kritisieren. Die schaffen es nicht, den Kolonialherren herauszufordern. Sie versuchen dann eben auch an ihrer Macht und an ihrer Bedeutung festzuhalten und haben Angst, dass man gerade diese Bedeutung, diese Macht ihnen wegnimmt. Man muss mit den Leuten sprechen. Und wenn man nicht mit den Leuten spricht, wird man überhaupt nichts lösen können. Nichts, nichts, nichts. Die Entscheidungstragenden müssen mit den Menschen sprechen. Und die Menschen müssen miteinander sprechen. Und ich sehe hier einen roten Faden. Und dieser rote Faden ist Diskriminierung und Rassismus. Das ist der rote Faden. Ganz egal, wo wir stehen, wo wir uns befinden, in welcher Weise sich vielleicht unsere ganz persönlichen Probleme unterscheiden. Es geht um Rassismus. Und dieser Rassismus fußt auf dieser kapitalistischen Ideologie. Ganz einfach. Ein Teil dieser Gemeinschaftserklärung und der Umsetzung ist es, ein Wasserkraftprojekt in Namibia ins Leben zu rufen, sodass diese Energie dann nach Deutschland exportiert wird, sodass Deutschland mit Hilfe von Namibia sein Energieproblem angehen kann. Also weiterhin werden hier die Dinge aus dem Land herausgeholt. Von den Nama-Völkern, damals wie heute, mit dem Strich des Kaiserstifts wurde das dann besiegelt. Damals wurde das Land einfach den Nama und Oberherero weggenommen und auf dem gleichen Land. Passiert das wieder, 100 Jahre später oder was auch immer, die deutsche Regierung beginnt einen Prozess, bei dem Energie nach Deutschland exportiert werden soll. Ohne wieder anzuerkennen, was in der kolonialen Vergangenheit schon falsch gemacht wurde. Also es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Gewalt. Und da ist die Frage auch, sind das Subjekte des Rechtsstaats oder sind das Objekte, die man ausnutzt? Eine ähnliche Frage, die sich hier stellt. Vielen Dank, Sima. Ich sehe, dass wir noch vier Minuten haben, aber wir sind so mitten in dieser schönen Debatte. Vielleicht können wir noch 10 Minuten weitermachen. Für die Dolmetscher wäre das in Ordnung. Für die Dolmetscherin wäre das in Ordnung. Wunderbar. Also gerade das, was Sima am Ende gesagt hat, das war sehr interessant. Aber wir haben noch weitere Fragen im Chat, noch weitere Interessenten, die unsere Fishbowl-Diskussion betreten wollen. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen,
wie wir ja auch in der deutschen Sprache mit Schuld und Schulden umgehen. Das sind zwei Begriffe, die sehr nahe aneinander liegen. Ich möchte nämlich zurück auf diese Schuldfrage gehen. Da geht es auch um eine finanzielle Herangehensweise zur Kontrolle. Diesen Gedanken hört man ja öfter. Aber wer wird denn hier gerettet? Also reden wir von der Klimakrise, Klimawandel. Da sind wir doch alle im gleichen Boot. Ja, schon. Aber irgendwie sind wir doch auf anderen Booten. Also wer wird letztendlich gerettet? Das ist ja die Sprache. Wir müssen unseren Welten retten. Wir müssen uns gegenseitig retten. Aber wer ist denn derjenige, der gerettet wird? Und wie kann Hilfe diese Prozesse stärken? Und dann haben wir noch ein ähnliches Konzept im Deutschen, das Erinnern, was im Englischen auch an das Wort Mitglieder erinnert, also Remembering und Member. Also in was für einer Welt wollen wir denn überhaupt leben? Und ist vielleicht Hilfe ein Teil der Erinnerung an diese gute alte Welt? Wir haben noch zwei weitere Fragen in der Fishbowl-Runde. Yes, we do. And we're gonna see Ute again. Zwei weitere Fragen. Nochmal Ute. Ute war ja kurz hier auch before. Auf dem Podium. Hello everyone. Thanks so much that you. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich meine Frage stellen darf. Ich habe eine Frage an hauptsächlich an Sima, aber geht auch an die anderen. Wiedergutmachung versus Hilfe im deutschen Kontext ist sehr, sehr vielschichtig. Wir hatten im Zweiten Weltkrieg die Zwangsarbeit. Wir hatten die Griechen, die Entschädigungszahlungen wollten, auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Es ist auch immer das Gleiche, was hochkommt. Deswegen sehe ich schon auch, dass die Frage der Entschädigungszahlungen sehr wichtig ist. Dann nehmen wir an, dass wenn wir jetzt quasi Richtung Reparationszahlungen gehen, welche Strukturen würde das dann annehmen und auf welchem Level würde das dann die bereits existierenden Machtverhältnisse auch auf globaler Ebene ändern und auch auf lokaler Ebene? Das würde mich interessieren. Also wenn wir jetzt dann Reparationszahlungen leisten wollen, was würde das dann verändern? Ja, danke, Ute. Vielleicht sammeln wir noch ein, zwei Fragen. Wir haben noch 10 Minuten. Und dann gehen wir in die Antwortrunde und Diskussionsrunde. Man kann ja auch nur kommentieren. Yes, then I would like Denise, Pearl to come Pearl on panel. Würde gerne etwas sagen. Ja, hallo. Danke, dass ich etwas sagen darf. Zuerst einmal möchte ich dem Organisationsteam danken für dieses interessante Event und danke auch für all die Beiträge und die Lösungsvorschläge. Ich wollte eine Sache wissen. Da geht es um kurzfristigen und langfristigen Hilfestellungen. Und dann um Entwicklungshilfe, inwieweit die auch in der Vergangenheit funktioniert hat, ohne jetzt diesen Gedanken der Reparationszahlungen zu haben. Aber werden diese Zahlungen denn auf der gleichen Augenhöhe gemacht? Und dann hat man eben kurzfristige Probleme, zum Beispiel die jetzige Hungerkrise in Somalia. Und das ist ja letztendlich eine Klimakrise.
denn die können dort kein Getreide mehr anbauen, die können nicht genug Lebensmittel anbauen. Und wir wissen ja hier eben, die Grundwurzel des Problems ist der Klimawandel. Aber natürlich sind wir unterschiedlich beeinträchtigt von der Klimakrise. Dann haben wir den Krieg, Russland, Ukraine. Und dann auch das Problem in Syrien. Also auch diese Personen brauchen kurzfristige Hilfe. Mich würde interessieren, ob Sie hier oder ob ihr hier eine Meinung zu habt, inwieweit hängen kurzfristige und langfristige Hilfe zusammen, entkolonialisierte Hilfe. Inwieweit können wir den Menschen überhaupt vor Ort helfen, wenn sie kein Essen haben? Und wie können wir gleichzeitig dann über die dekolonialisierte Hilfe sprechen, die auch langfristig funktioniert? Geht das überhaupt zusammen? Da würde mich interessieren, was eure Perspektiven sind, also gerade jetzt von Sima und Lian. Wie seht ihr das? Ja, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Aspekt. Man muss eben auch die geopolitischen Veränderungen betrachten. Das sind natürlich auch wichtige politische Aspekte der Hilfe. Das werden wir auch in der vierten Session besprechen. Aber jetzt haben wir ein paar Fragen gesammelt. Und Denise, ich glaube, wir haben zwei weitere Fragen. Und dann Tanja, Lian, Sima, ihr habt dann die Möglichkeit, auf die Fragen einzugehen. Und dann würde ich sagen, gibt es noch ein paar finale Worte für heute. Ja, vielen Dank. Yes, we have a few thousand questions in the chat, but I selected two of them that I think are very well for this final moments of the session today. Von denen ich denke, dass die richtig gut sind für die Abschlussrunde heute. Antje fragt, und ich denke, diese Frage richtet sich an jeden in dieser Runde, und das wird wahrscheinlich heute auch nicht definitiv beantwortet, aber vielleicht kann es schon einen Ausblick auf die weiteren Reihen geben oder auf die weitere Reihe geben. Wie können wir die Hilfe hin zu Solidarität verändern und dekolonialisieren, sodass diejenigen, die in Not sind, auch in finanzieller Not sind, nicht benachteiligt werden? Und Quet von der syrischen Grenze sagt, ja, es gibt politische Interessen hinter Fonds, aber er würde diese Fonds dann doch nutzen, um zu helfen, anstelle gar nichts zu tun. Ja, vielen Dank, dass hier nochmal das Dilemma von Hilfe und dieser Architektur dargelegt wird. Sima, Lian, Tanja, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten und einige abschließenden Kommentare zu geben. Vielen Dank. Für mich ist es so, dass die Frage auch ist, was wären die Auswirkungen von Reparationszahlungen? Ich glaube, die gleiche Frage kann auch gestellt werden. Und zwar, was sind die Auswirkungen anhaltender Hilfe? Die gleiche Frage kann gestellt werden. Was sind die Auswirkungen und Grenzen dieser Systeme? Wir haben hier nämlich ein Problem und das ist ein reales Problem und darum müssen wir uns kümmern. Und die Hilfe, wie sie jetzt verstanden wird, wird dieses Problem nicht lösen. Die Hilfe, wie sie jetzt ist, dreht sich nur um Macht. Die Privilegien der Weißen werden dadurch gefördert. Das ist das Konzept der Moderne. Da wird die Entwicklung genutzt, um die Kolonien hin zur europäischen Moderne zu bewegen. Da werden finanzielle Systeme entwickelt, sodass dann einige wenige davon profitieren und viele davon Nachteile erleiden. Und ich denke, in unserem Fall wurde das noch einmal bestätigt, dass das genau die Situation ist.
Wir müssen das gesamte System dekonstruieren. Und je länger wir warten, desto mehr Probleme werden wir haben. Also das ist das, was ich abschließend sagen wollte. Wir müssen das Problem angehen. Und ich möchte noch einmal betonen, Anmerkung der Dolmetscherin, es gibt keinen Ton. Sima, hast du dein Mikrofon aufgestellt? Sprichst du gerade? Kannst du vielleicht in den Chat schreiben? Ja, ich glaube, im speziellen Fall von Namibia sprechen wir nicht nur über den Kolonialismus, sondern wir sprechen auch über den Völkermord. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen den beiden Dingen. Beim Genozid geht es um die Absicht, ganze Bevölkerungsgruppen auszulöschen, als Kollektiv. Das ist die Absicht, jemanden zu töten, sodass diese Menschen nicht mehr existieren, dass das Volk ausgelöscht wird. Sie müssen komplett zerstört werden. Das ist die Absicht des Genozids. Und im Fall von Namibia wird die Reparatur dieses Schadens so kritisch. Deswegen kann man bei Namibia nicht nur über den kolonialen Kontext sprechen. Man muss auch immer den Völkermord in Betracht ziehen und diesen Kontext sehen. Und das ist auch wichtig, noch einmal zu betonen. Leider, Radwa, muss ich jetzt mich beim nächsten Meeting einloggen. Das fängt nämlich jetzt in 5 Minuten an. Und ich wollte einfach gerne nochmal diese abschließende Bemerkung machen. Vielen Dank, Sima. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dabei warst. Und vielen Dank für die so wichtigen Punkte und Einblicke. Wir machen aber noch weiter mit der Diskussion. Das ist nur der Anfang. Vielen herzlichen Dank. Und wir wünschen dir noch eine gute nächste Sitzung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Organisation, für die Techniker. Vielen Dank an das Publikum, dass ihr alle teilgenommen habt und wir freuen uns auf die weitere Diskussion. Vielen Dank. Lian, du hast das Wort. Vielen Dank für die Fragen, die Sie gestellt haben. Sowohl für die Fragen über den Chat als auch die mündlich vorgetragen wurden. Zunächst möchte ich auch meinen Dank aussprechen für alle Äußerungen hier. Mein abschließendes Statement besagt hier, es ist wichtig, dass wir immer achtsam sind, immer zweifeln an den Konzepten für Entwicklungen und für Hilfe. Das heißt, die Systeme, die schon geschaffen werden, die müssen wir immer mit Misstrauen zunächst betrachten. Wir müssen die Konzepte erst einmal betrachten, und ob sie auch passen in den gesellschaftlichen Kontext, wo sie umgesetzt werden. Und auch Umweltprogramme betrifft dies in diesem Zusammenhang, auch Antiterrorismusprogramme und auch mit humanistischen Hilfsprogrammen, auch in diesem Zusammenhang gilt das. All diese Dinge in Zusammenhang mit der Gesellschaft. Wir müssen kritisch sehen, ob die Mechanismen, ob die Zielsetzungen passen zu dem Kontext der jeweiligen Gesellschaft. Das heißt, wir müssen zunächst einmal zweifeln oder misstrauisch sein gegenüber das, was dort angeboten sind. Das heißt, wir müssen eben, wie schon angesprochen, wir müssen Räume schaffen, wo mehr die Stimmen der betroffenen Communities und Gesellschaft gehört werden. Und es müssen neue Methoden entwickeln werden, um eben die bestehenden Methoden zu erneuern.
Ich möchte gerne und ich hoffe, dass in der Zukunft Prozesse, dieses zu untersuchen, mehr dahin ausgerichtet werden sein, auch die lokale Gesellschaft mit einzubeziehen und auch zu berücksichtigen, wie sie die Umsetzung durchführen und auch in Zusammenhang mit Friedensschaffungen. Es gibt einige Theorien, die der Gesellschaft mitgeteilt werden. Und es müssen hinterfragt werden, ob die Mechanismen dieser Art und Weise wirklich passen, wenn wir diese Dinge analysieren, ob die, diese Mechanismen passend sind in Zusammenhang mit den Hilfen, die bereitgestellt werden und die schon vorher bereitgestellt wurden. Und es ist wichtig, dass eben in diesem Kontext, wo sie eingesetzt werden, wo Hilfe umgesetzt wird, dass sie mehr in dem Kontext der dass sie eben kritischer gesehen werden. Das heißt, sie legitimieren nicht ob die Hilfe gestattet werden kann oder nicht. Das heißt, das muss von der Community ausgehen. Ich meine damit, dass wenn wir Entwicklungshilfe und Hilfe sehen, betrachten, dann möchten wir mit einbeziehen, die Stimmen der Betroffenen. Das ist wirklich wichtig und das muss in Zukunft auch eine große Rolle spielen, um eben die erhofften Veränderungen herbeiführen zu können. Und auch in Zusammenhang mit den politischen und Entwicklungsbedarfen. Thank you very much, Lian. Vielen Dank. Vielen Dank, Lian. Tanja, du hast das Wort, aber bitte halte dich so kurz wie möglich, weil wir schon weit über der Zeit sind. Ich glaube, vieles ist bereits gesagt worden, deshalb kann ich ganz, ganz kurz sein. Ich glaube nicht, dass es eine Gegenüberstellung geben kann von eine Entwicklung von Hilfe zu Reparationen, sondern ich glaube, dass sozusagen zukünftige Hilfe, wenn wir sie denn noch als Hilfe brauchen, dass sie sozusagen auf Reparationen beruhen muss, sozusagen, dass Reparationen immer ein Teil dessen sein müssen, um Geschichte die Geschichte zu erkennen, um den Blick zu nehmen. Deshalb glaube ich, es geht nicht sozusagen von der Entwicklung von Hilfe zu Reparation, sondern Reparation immer als Teil sozusagen einer umfassenden Hilfe, die umfassender umgestaltet werden muss. Und dann zu der Frage, was machen wir sozusagen mit der kurzfristigen Hilfe sozusagen, also Emergency Aid, Katastrophenhilfe, irgendwie, die wir dringend brauchen, gerade im Kontext der Klimakrise, wo wir irgendwie so wissen, dass sozusagen zukünftige klimatische Katastrophen immer mehr auf uns zukommen werden. Und auch da, glaube ich, haben die beiden Referentinnen auch sehr gut zeigen können, irgendwie so, dass es darauf ankommt, auch diese Formen, also diese kurzfristigen Formen irgendwie so nicht im Entwicklungsparadigma zu formulieren und auszugestalten, also indem sie sozusagen die Menschen, die Hilfe erhalten, zu Opfern zu machen, sondern sie sozusagen als Handelnde anzusprechen und sozusagen als Handelnde in die Mechanismen, das was Lian auch gerade gesagt hat, in die Mechanismen der Emergency Aid irgendwie so einzubeziehen. Und das ist, glaube ich, wichtig irgendwie so. Und ich finde, Lian hat sozusagen auch mit ihrem Beispiel unglaublich gut gezeigt, dass das funktionieren kann, sozusagen die Menschen eben nicht als Opfer zu adressieren, sondern sozusagen sie selber als Handelnde und sozusagen die, nicht sozusagen schematische Hilfe auszurollen,
und Hilfe, Muster und Programme auszurollen, sondern zunächst zu fragen sozusagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse vor Ort und wie können die Menschen vor Ort eingebunden werden, um als Handelnde irgendwie so eben die Verhältnisse zu rekonstruieren. Ich glaube sozusagen, das ist, sind die Antworten auf die Fragen irgendwie so, wie können wir eigentlich umgehen mit also kurzfristiger Hilfe und langfristiger Hilfe. Sozusagen ist, glaube ich, auch viel hier in den Vorträgen dazu schon gesagt worden. Thank you very much, dear. Yeah, vielen Sima. Herzlichen Dank. Ja, Sima ist ja schon gegangen, aber vielen herzlichen Dank, Lian und Tanja, für diese so wichtigen und auch scharfen, klaren Argumente und vielen Dank für die klaren Aussagen. Und vielen herzlichen Dank auch an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank an alle FragestellerInnen. Vielen Dank, dass ihr euch eingebracht habt, nicht nur durchs Zuhören. Wir werden mit dieser Diskussion weitermachen. Und ich glaube, einige Punkte wurden hier heute schon vorgetragen und gemacht. Aus Syrien wurde schon gesagt, wir möchten nicht durch die Krise identifiziert werden. Und wir sind keine Kollateralschäden. Und ein Partner aus UNAC, Mosambik, sagte, dass wir genau so nicht gesehen werden wollen. Wir haben auch gesehen, es gibt keine allgemeingültigen Antworten. Aber zur gleichen Zeit müssen wir die Fragen stellen. Und wir müssen auch die akuten Fragen direkt angehen. Wir treffen uns wieder am 11. Dezember. Und wir werden weiter diskutieren. Wir sprechen über die Klimakrise, wir sprechen über die Klimaungerechtigkeit. Das sind Punkte, die heute schon angesprochen wurden. Das Thema ist der Garten des Herrn. Also da geht es um die grünen Aspekte. Heute haben wir das Haus geöffnet und nächstes Mal gehen wir einen Schritt weiter. Da tauchen wir tiefer ein und wir schauen uns den Garten an und wir schauen uns auch die grundlegenden Ursachen. Wir sprechen mit Nemo Bassey und bis dahin, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Lian, Tanja, vielen herzlichen Dank. Haben Sie gute 2 Wochen bis dahin und wir treffen uns dann wieder am 11. Dezember.